Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf zu Ihnen sprechen über drei heilige Jungfrauen der frühen Christenheit. Wir sind nur legendär von Ihnen informiert, wissen nur legendär über Sie Bescheid. Und Heilige der Kirche, von denen wir nichts Historisches wissen, wurden in den letzten Jahrzehnten nur vom Volk beachtet. Viele Intellektuelle hielten das Ganze für marginal, ja sogar für peinlich. Doch die Märchen- und Legendenforschung hat uns heute darauf aufmerksam gemacht. Legenden interessieren sich überhaupt nicht für historische Details, die als Zufälle geachtet werden. Legenden vermitteln dennoch Wahrheiten, ja sind oft wahrer als so manches, was in der Zeitung steht. Legenden sind Theologie in Bildern. Ich stelle heute die Legenden von drei Frauen vor, die in der Volksfrömmigkeit eine große Rolle spielten. Die drei Heiligen sind Barbara, Margareta und Katharina. Sie illustrieren zusammen die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Lassen Sie mich beginnen mit der Barbara-Legende. Der Name Barbara bedeutet die Fremde, die Ausländerin. Sie stammte aus Nikomedien, einer bedeutenden Provinzstadt südöstlich gegenüber von Konstantinopel. Die Legende erzählt, der Vater hat sie sehr behütet. Er wollte aus seiner Tochter etwas Besonderes machen. Sie sollte in die höchsten Gesellschaftskreise gelangen können. Und der überängstliche Vater sperrte sie, als er für einige Zeit verreisen musste, in einen Turm, damit ihr nichts Unvorhergesehenes geschehe. Soll sie sie doch ganz nach seinen Vorstellungen eine Idealfrau werden. Barbara aber hörte zwischenzeitlich von Christus, begeisterte sich für ihn und schloss sich ihm ganz an. In der Zeit des abwesenden Vaters pflanzte sich der neue Glaube tief in ihr Herz. Sie wollte dies auch zum Ausdruck bringen. Sie ließ in ihr Turmzimmer neben den zwei Fenstern ein drittes einbrechen, zum Zeichen an den Glauben an den dreifaltigen Gott. Und an die Wand hängte sie ein Kreuz. Dem zurückgekehrten Vater eröffnete sie, ich bin Christin geworden und will künftig ganz Christus gehören. Ich habe das Gelübde abgelegt, ehelos zu bleiben. Der Vater war außer sich. All seine Bemühungen, sein geliebtes Kind auf eine höhere Stufe der Gesellschaft hin zu erziehen, sah er gescheitert. Er wollte sie zwingen zum heidnischen Opfer. Sie widerstand. Die ehrgeizige Liebe des Vaters schlug um in Hass. Er ließ sie foltern und ins Gefängnis werfen. In der Nacht kamen Engel und pflegten sie. Andern Tags jagte der Vater die Tochter nackt auf die Straße. Burschen und üble Männer jagten sie durch die Stadt und trieben ihren Schabernack mit ihr. Doch, so die Legende, die Ruten, mit denen sie nach ihr schlugen, verwandelten sich augenblicklich in schöne, weiche Pfauenfedern. Nachdem sie sich auch durch diese Tortur nicht hat umstimmen lassen, zeigte der Vater sie offiziell den Behörden an, Christin zu sein, und er forderte ihre Hinrichtung. Ihr wurde der Prozess gemacht, sie wurde zum Tod verurteilt durch das Schwert. Als der Henker schon das Schwert in der Hand hielt, stürmte der Vater auf den erhöhten Richtplatz, nahm ihm das Schwert ab und schlug seiner Tochter den Kopf ab. Da zuckte vom Himmel ein Blitz herab, und er schlug den Vater. Soweit die Legende. Was sind die Tendenzen der Barbara-Legende? Barbara stammte aus Nikomedien. Das war ein nicht unbedeutender Ort, auch für die Christen zur Zeit, als die Legenden entstanden. Von diesem Ort ging im Jahre 303 die letzte der großen Christenverfolgungen aus. Es gab in Nikomedien viele Märtyrer und Märtyrerinnen in der Stadt. Das zentrale Bild der Barbara-Legende ist zugleich ihr Attribut, der Turm. Er war vom Vater her gesehen ein Ort der Sicherheit für die Tochter. Keine fremden Einflüsse sollten sie abbringen vom rechten Weg, wie er meinte. Zugleich war es aber auch von der Tochter her gesehen ein Ort der Einschränkung. Barbara aber hat diesen Ort verändert und ihn zum Ort der Erkenntnis und der Weite gemacht. Durch die drei Fenster und das Kreuz an der Wand. Beide Zeichen sprechen vom Zentrum christlichen Glaubens, von Gott, dem Dreieinen, und von Christus, dem Erlöser.
Die Legende ist entstanden zu einer Zeit, in der das Glaubenssystem bereits feste Formulierungen und Signes gefunden hatte. Ein Gott in drei Personen, das war die Formel, die das absolute Geheimnis des Ewigen so aussprach, dass die Offenbarungssplitter des alten Bundes mit allen Aussagen Christi, des göttlichen Sohnes, in Einklang gebracht werden konnten. Es war und ist der Stotterbegriff, der eine Gedächtnisstütze darstellen mag und der vor allem zum Ausdruck bringt, der Ewige ist nicht ein heraldischer Block, sondern sein Wesen ist Liebe, also Beziehung, persönliche Bezogenheit in sich. Du siehst in den drei Fenstern, das eine Licht kommt zu dir durch die drei Fenster. Damit ist zugleich ausgedrückt, der Ewige hat uns Menschen in seine Beziehung mit eingebunden. Hier schließt die zweite Legende an, die Legende von der heiligen Margareta. Die Legende erzählt: Margareta war die Tochter eines heidnischen Priesters in Antiochien, dem wichtigen Ort christlicher Tradition. Denn dort wurden die Anhänger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Nach dem Tod der Mutter, so die Legende, übernahm eine Amme die Sorge für das Kind. Herangewachsen gestand sie dem Vater, dass sie Christin geworden sei. Der schickte sie in Verbannung aufs Land. Dort musste sie die Schafe hüten. Da ritt der Präfekt Olybrius vorbei und entbrannte sofort in Leidenschaft für die junge Frau, die außerordentlich schön war. Er meinte: Wenn sie edel geboren ist, nehme ich sie zur Frau. Wenn sie aus niedrigem Stand sei, nehme ich sie zu meiner Mätresse. Die Frau muss mein werden. Sie aber eröffnete ihm: Ich bin Christin und ich werde um Christi willen Jungfrau bleiben. Olybrius versuchte es, sie vom Christentum abzubringen und zum Opfern zu verlocken und dann zu zwingen. Sie weigerte sich standhaft. Das beleidigte seinen männlichen Stolz und seine Liebe schlug um in Hass. Er verklagte sie und sie kam ins Gefängnis. Nachdem sie auch dem Richter öffentlich bekannte: Ich bin Christin und werde den Glauben niemals verleugnen, wurde sie, um sie umzustimmen, grausam gefoltert. Man riss mit eisernen Gabeln Furchen ins Fleisch. Mit diesen Verwundungen steckte man sie in Einzelhaft in eine dunkle Zelle. Da kam plötzlich ein fürchterlich aussehender Drache und drohte, sie zu verschlingen. Sie kämpfte gegen ihn mit allem, was sie gegen ihn schlagen konnte. In letzter Sekunde zeichnete sie ein Kreuz über ihn. Das Untier sackte zusammen und war lahm. Sie packte den Drachen, warf ihn zu Boden und stellte als Zeichen ihres Sieges den Fuß darauf. Der Teufel, der sich im Drachen versteckt hatte, schrie: Weh mir, ich bin von einer Jungfrau besiegt worden. Und augenblicklich verschwand er. Andern Tags wurde Margareta wieder vor den Präfekten geführt. Ihre Wunden waren auf wunderbare Weise geheilt. Sie erblühte in ihrer Schönheit, sodass Olybrius erneut wie geblendet war und in Leidenschaft entbrannte. Als aber Margareta seiner Aufforderung zu Opfern nicht nachkam, ließ er wieder in Wut geraten Fackeln bringen und sie brennen und dann in ein Fass kalten Wassers werfen. Da bebte plötzlich die Erde und die Jungfrau stieg unversehrt aus dem Wasser heraus, strahlend in Schönheit. Weder Fackeln noch kaltes Wasser konnten ihr schaden. Umstehende bekehrten sich, als sie das sahen, und bekannten sich zum Glauben, wofür sie sofort getötet wurden. Damit sich nicht noch mehr Leute bekehrten, ließ der Richter Margareta sofort köpfen. Sie erbat sich einen Augenblick, kniete nieder und betete für ihre Verfolger und alle, die sie anrufen würden, besonders die Gebärenden und die Mütter. Mit einem Streich schlug ihr der Henker den Kopf ab. Soweit die Legende. Was ist die Tendenz dieser Margareta-Legende? Die aus Antiochien stammende Jungfrau repräsentiert die dortige Theologenschule. In dieser wurde vor allem der historische Sinn der Schrift gesucht. Die Erforschung der Quellen ist das dominierende Interesse dieser Theologie. Damit ist der Blick auf den historischen Jesus gerichtet, den menschlichen Jesus. Jesus als der geliebte Gottessohn
hat am Kreuz gesiegt über das Böse. Das Zeichen des Kreuzes besiegt die Macht des Bösen. Auch der Leidenschaft kann der Glaubende widerstehen. Die göttliche Wirklichkeit, so wird hier gesagt und angedeutet, wurde in Christus Mensch. Die göttliche Liebe hat sich in Jesus gezeigt. Und so ist die Jungfrau, die ganz zu ihm gehören will, Zeugin der göttlichen Liebe hier auf der Welt. Nochmals, anders werden die christlichen Grundwahrheiten dann in der Katharina-Legende ausgedrückt. Hier wird gesagt, Katharina stammte aus Alexandrien, dem anderen Ort christlicher Theologie. Die Legende erzählt, Katharina war die Tochter reicher Eltern. Ihre Eltern sind früh gestorben, da lebte sie in reichen Verhältnissen mit einer großen Dienerschaft. Sie lernte viel und erhielt von den besten Lehren des zentralen Wissenschaftsorts der Antike eine glänzende Ausbildung. Dazu erblühte sie in unsäglicher Schönheit. Auf beides war sie stolz, auf ihr Wissen und auf ihre Schönheit. Sie wirkte hochmütig. Vor allem schlug sie die Angebote vieler Freier aus, da ihr keiner ebenbürtig erschien. Zufällig begegnete sie bei einem Ausflug ins Freie einem Einsiedler, einem Asketen, einem sehr gelehrten Mann. Sie war neugierig, diskutierte mit ihm und war ob seiner tiefen Weisheit beeindruckt. Er sprach zu ihr vom christlichen Glauben. Sie war so überwältigt von der Lehre und von der Person Jesu Christi, dass sie ihren Stolz ablegte und von Herzen zu glauben begann. Da zeigte sich ihr Christus in einer Vision und steckte ihr zum Zeichen der mystischen Vermählung einen Ring an. Als der Kaiser nach Alexandrien kam und alle Christen zum Opfer antreten mussten, um dem Kaiser ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen, ging man streng mit den Verweigerern um, da man ihr Weigern als Opposition gegen den Kaiser deutete. Man warf sie unverzüglich den wilden Tieren vor. Katharina, die im Haus geblieben war, fragte, was der Lärm bedeute. Man berichtete ihr, die Christen, die sich weigern, dem Kaiser religiöse Opfer darzubringen, werden den wilden Tieren vorgeworfen. Da brach sie von zu Hause auf und trat freimütig dem Kaiser entgegen, zu dem sie ja als vornehme Dame Zugang hatte. Sie warf ihm sein Unrecht vor, da er Unschuldige hinrichten ließe. Als der Kaiser ihr beweisen wollte, dass der christliche Glaube eine völlig inadäquate Religion sei, forderte sie ihn heraus zu einem geistlichen Duell. Ein Schiedsgericht von klugen Leuten und Wissenschaftlern wurde aufgestellt. Dann holte der Kaiser 40 Gelehrte, die gegen Katharina antreten sollten, um sie von der Bedeutung des heidnischen Kultes und vor allem des Kaiserkultes als der Klammer unter den vielen Völkerschaften zu überzeugen und die Unbrauchbarkeit des Christentums zu beweisen. Doch in der Disputation widerlegte Katharina alle Argumente stringent, sodass sich die Gelehrten geschlagen geben mussten. Das Schiedsgericht stellte fest, Katharina hatte die besseren Argumente, sie hat überlegen gesiegt. Doch der Kaiser war nicht zu überzeugen. Er ließ Katharina auspeitschen und einsperren mit dem Befehl, sie 12 Tage ohne Nahrung zu belassen. Die Kaiserin hörte davon, hatte Mitleid, besuchte Katharina im Geheimen mit einer ihrer Dienerinnen. Katharina überzeugte beide von der Wahrheit des christlichen Glaubens. Engel bedienten sie im Gefängnis. Ihre Wunden verheilten, sodass sie ihre volle Schönheit wiedererlangt hatte, als sie nochmals dem Kaiser gegenübergestellt wurde. Dieser versprach ihr hohe Ehren, wenn sie den Göttern und ihm opfere, um sich so mit dem Römerreich solidarisch zu zeigen. Sie aber widerspricht mit dem Hinweis auf die Schöpfung durch den Allmächtigen und die Nichtsnutzigkeit der Götterwelt. Sie beugte sich damit dem göttlichen Staate nicht. Der Kaiser ließ sie daraufhin rädern, einer der schlimmsten Foltermethoden, doch Engel zerbrachen das mit Zacken gespickte Rad. Daraufhin ließ der Kaiser Katharina enthaupten. Aus den Wunden, so sagt die Legende, flossen nicht Blut, sondern Milch. Engel trugen den Leichnam nach dem Sinai.
Dort fanden ihn Anachoreten genau an jener Stelle, an der Mose den brennenden Dornbusch gesehen hatte. Und sie gründeten ein Kloster beim Grab der Katharina. Was ist die Tendenz der Katharina-Legende? Katharina stammt aus Alexandrien. Alexandrien war der Ort der Wissenschaften. Die alexandrinische Jungfrau übertrifft alle in ihrer Heimatstadt gelehrte Weisheit durch diese Vermählung mit Christus. Die vor allem mit dem Namen des Origenes verbundene alexandrinische Bibelauslegung kennt, neben dem historischen Sinn, wie er in Antiochien gepflegt wurde, einen allegorisch-anagogischen Sinn. Und dieser machte die Diskussion mit den philosophischen Traditionen möglich und gilt als der Anfang einer wissenschaftlichen Theologie. Katharina verdeutlicht auch und gerade diese wissenschaftliche Schule. Die wahre Weisheit liegt in der geistigen Vermählung mit Christus, dem Allweisen, und dem Ruhen am Ort der Gottesoffenbarung, dem Sinai. Der Glaube an Christus überbietet die irdische Weisheit der Gelehrten. Das irdische Rad der Folter, Symbol brutaler Menschenmacht, wird zerbrochen durch die geistigen Mächte des Jenseits. Die Liebe zum Ewigen steigert die Schönheit des Menschen. Liebe macht schön, Liebe macht reich, Liebe macht Weisheit. Fassen wir zusammen. Die drei Orte Nikomedien, Antiochien und Alexandrien sind Orte bestimmter theologischer Traditionen. Sie führen die verschiedenen Methoden geistlicher Auseinandersetzung mit dem Glauben zusammen, um die Grundaussagen von Gott, dem Dreieinen, und von Christus, dem gekreuzigten Erlöser, und vom Heiligen Geist, dem Erleuchter, der die Menschen zu wahrer Weisheit führt, zusammenzubringen. Das sind die Attribute des Turmes, des Drachen und des zerbrochenen Rades als Anschauungsbilder dafür, was der Glaube bewirkt. Die Enge des Turmes wird zum Ort der Sicherheit und der Weite, da das Licht des Ewigen durch die drei Fenster hereinstrahlt. Der besiegte Drache wird zum Bild des Sieges über die Macht des Bösen und des Teufels. Und das zerbrochene Rad zeigt, die himmlische Weisheit zerbricht alle Foltermacht und überbietet alle irdische Weisheit. Die Jungfrauen geben kund. Der Ewige hat sich uns Menschen in Liebe zugewandt. Er, der in sich Beziehung ist, nimmt den Menschen in seine Liebe hinein. Erkennen heißt lieben. Die drei legendären Heiligen reden wahrhaft nichts Nebensächliches, sondern sprechen vom Zentrum unseres Glaubens, von Gott als dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lassen Sie mich noch zusammenfassen in drei Punkten, wie wir bedenken und überlegen und meditieren können, was denn nun diese drei Heiligen uns sagen. Erstens, Barbara die Jungfrau lehrt uns, der dreieine Gott ist Liebe. Er schenkt dem, der glaubt, einen sicheren Ort. Alle Einschränkungen weitet das Sehnen nach oben. Zweitens, die Jungfrau Margareta lehrt uns, die liebende Einigung mit Christus, dem göttlichen Wort, das uns historisch begegnet ist, lässt über alle vereinnahmende Leidenschaft siegen. Das Zeichen des Kreuzes, Symbol des gesamten Erlösungsgeschehens, macht den unbesiegbar, der glaubt. Und drittens, die Jungfrau Katharina lehrt uns, wer mit Christus vermählt ist, hat Anteil an der göttlichen Weisheit, die alle Wissenschaft einschließt und weit überbietet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, Legenden sind wirklich keine Legenden, sondern sie bringen Wahrheiten ins Bild, bringen Wahrheiten in Zusammenhang, die die Tiefen unseres Glaubens zum Ausdruck bringen. Barbara, Margareta und Katharina, sie geben uns wirklich kund, der absolut heilige Gott, das absolute Geheimnis, das sich in Jesus Christus
ins Fleisch, ins Menschliche begeben hat. Der absolute Gott ist der Dreieine. In sich Beziehung, in sich Liebe. Und er bezieht uns in seine Liebe mit ein. Und das drücken die drei legendären Heiligen aus. Gott ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Die drei Heiligen sagen wirklich Zentrales über den christlichen Glauben. Sie sagen uns, was Dreifaltigkeit meint. Sie sagen uns, was Erlösung meint. Sie sagen uns, was Einwohnung des Heiligen Geistes in unseren Herzen meint. Und sie sagen uns die Zusammenhänge. Die Ausdrücke über die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Geist, sind Hilfsworte, Stotterworte. Stotterworte, die das absolute Geheimnis mit dem in Zusammenhang uns bringen lassen, was da sporadisch im Alten Testament gesagt ist und was da Jesus sagt und was wir an Jesus sehen. Das Geheimnis Gottes möchte ich vergleichen, wenn Sie sich vorstellen, alle Wasser der Welt zusammen würden das Geheimnis Gottes symbolisieren. Und von allen Wassern der Welt kennen wir drei Tropfen. Und diese drei Tropfen sind wirkliche Erkenntnis Gottes. Wirkliche Erkenntnis Gottes, wenn wir sagen, Gott ist Vater, nämlich der Schöpfer und der Begründer von allem. Gott ist Sohn, er ist in Jesus Christus ins Menschliche gekommen. Gott ist Heiliger Geist, er wirkt im Umfeld des Menschlichen. Drei Stotterworte also, die das ungeheuer große Geheimnis Gottes uns nahe bringen. Eine wirkliche Gotteserkenntnis, wenn auch eben das Geheimnis Gottes selbst nicht erkennbar ist. Und die drei Jungfrauen, sie zeigen uns eben, dass dieser unendliche Gott sich uns Menschen zugewandt hat. Und dass dieser unendliche Gott uns Menschen mit hineinnimmt in seine Liebe. In seine Liebe, in sein Erkennen, in seine Beziehung. Und hier kommt auch das hebräische Wort in den Blick. Das hebräische Wort Yada. Das Wort heißt erkennen und heißt zugleich sich vereinigen und wird auch benutzt für Geschlechtsverkehr. Das heißt, erkennen heißt sich in Liebe vereinen. Gott erkennen, das absolute Geheimnis erkennen, bedeutet für uns, und das sagt vor allem die Katharina-Legende, bedeutet für uns, dass wir uns mit ihm zu verbinden suchen. Mit ihm zu verbinden suchen, indem wir seiner Liebe antworten, indem wir seiner Liebe antworten, indem wir uns zu ihm hinwenden im Gebet, indem wir seine Liebe spiegeln, indem wir uns hinwenden zu anderen Menschen und ihnen unsere Liebe vermitteln. Die drei Jungfrauen zeigen uns etwa also den Kern des christlichen Glaubens. Gott, der Dreieine, hat sich uns Menschen zugewandt, speziell in Jesus Christus und im Heiligen Geist. Und wir sind berufen, mit ihm vereint zu sein. Wir sind berufen, ihn zu erkennen, den unendlich Großen, das absolute Geheimnis, und uns mit ihm zu verbinden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für das Interesse und sage auf Wiedersehen und Wiederhören.